Hallo, meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute kommen wir zum letzten Teil in der Serie von Rebecca Reusch. Und diesmal beschäftigen wir uns mit Dingen, die dann im Jahr 2024 mit dem Fall von Rebecca Reusch in Verbindung gebracht wurden und in den Medien präsent waren. Fangen wir an mit dem Gullideckel. Und zwar gab es dazu den ersten Artikel am 18.06.2024. Dort hieß es, vor mehr als 5 Jahren verschwand die damals 15 Jahre alte Rebecca Reusch spurlos. Nun bringt eine bisher in der Öffentlichkeit nicht bekannte Zeugenaussage neue Bewegung in den Fall. Für Polizei und Staatsanwaltschaft gilt nach wie vor Rebeccas Schwager als Hauptverdächtiger und die Ermittler sind davon überzeugt, dass er das Mädchen getötet und ihre Leiche anschließend in Brandenburg versteckt hat. Nun meldete sich eine Zeugin bei der Bildredaktion. Sie berichtete, am Tag des Verschwindens der Jugendlichen an einem Feldrand in Großzieten beim Gassegehen mit ihrem Hund ein Zelt gesehen zu haben, das über einem Gulli aufgebaut war. Daneben stand ein himbeerfarbener Renault Twingo und so ein Wagen fuhr Florian ja damals. Doch an diesem Tag war der Fall Rebecca noch gar nicht in der Öffentlichkeit. Erst Tage später veröffentlichte die Polizei einen Zeugenaufruf. Ich erinnerte mich an den Wagen und informierte die Polizei. Sie möchte aber auf jeden Fall anonym bleiben, so hat sie es der Bild gegenüber mitgeteilt. Nach ihren Aussagen soll sich die Polizei erst nach mehreren Wochen telefonisch bei ihr gemeldet haben. Eine richtige Vernehmung fürs Protokoll, wie sonst üblich, habe es nicht gegeben. Man habe ihr nur gesagt, dass sie nicht darüber reden soll. Was aus ihrem Hinweis geworden ist, das kann sie nicht sagen. Und in verschiedenen Chats im Internet, so stand es da auch in der Bild, diskutieren ja immer wieder an dem Fall interessierte Menschen. Das haben wir ja auch auf meinem Kanal hier oder auch auf anderen Kanälen. Und auch Verwandte von Rebecca und Florian nehmen daran zeitweise teil. Am vergangenen Wochenende wurde in einem solchen Chat angeblich ganz bewusst die Information über den Gulli verbreitet, ohne den genauen Ort zu nennen. Und laut Zeugenaussagen sollen sich noch am selben Abend die Mutter von Florian mit Rebeccas Schwester sowie 2 Enkelkindern, also Rebeccas Schwester, damit dürfte dann Jessica gemeint sein, auf den Weg nach Großzieten gemacht und den Gulli aus dem Auto heraus inspiziert haben. Woher kannten sie die Stelle des eigentlich nur ortskundigen, bekannten Gullis am Feldrand? Also wenn tatsächlich nirgendwo im Internet mitgeteilt wurde, wo dann dieser Gulli wohl ist und es tatsächlich dann eben Florian mit Mutter, Jessica und 2 Enkelkindern waren, die dort an dem Gulli mit dem Auto wohl gehalten haben und sich den Gulli angeschaut haben, dann ist das natürlich eine berechtigte Frage. Die Berliner Staatsanwaltschaft und die Polizei wollten sich dann auf Bildanfrage nicht zu dem Sachverhalt äußern. Dort hieß es, dass der mitteilungsfähige Sachstand weiterhin unverändert sei. Und aufgrund der laufenden Ermittlungen zum Schutz dieser könne man derzeit keine Angaben tätigen. So sagte dann die Staatsanwaltssprecherin. Und die Bild hat dann auch Diana R., das ist die Mutter von Florian, damit konfrontiert. Also die Bild hat bei ihr angerufen. Und sie sagt definitiv nicht, ob sie an jenem Abend sich den Gulli angesehen hat. Für weitere Nachfragen stand sie dann nicht zur Verfügung. Also ganz ehrlich gesagt, ich halte es auch für recht unwahrscheinlich, dass man dann vor allen Dingen mit den Kindern dorthin fährt und das Ganze inspiziert. Wäre natürlich interessant, woran man dann festgemacht hat, dass es sich dabei um Florians Mutter, Jessica und den beiden Enkelkindern handelte. Ja, dann war es ja erst einmal so, dass an diesem Mittwochvormittag der Gulli nach Bildrecherchen noch unberührt war und eine neue Recherche am Folgetag, am Donnerstagmorgen, ergab dann, dass sich dort jemand zu schaffen gemacht hatte. Der Deckel war nicht mehr richtig geschlossen und offenbar handelte es sich nicht um eine Routinekontrolle. Ja, Bild konfrontierte dann die Berliner Sicherheitsbehörden, ob es vielleicht
Ermittler des zuständigen LKAs waren und welchem Ergebnis. Und wenn es keine Kripo-Beamten waren, wieso der Ort nicht gesichert wurde. Schließlich hätten Spuren manipuliert worden sein können. Ja, und von den Behörden gab es dann die Standardantwort, der mitteilungsfähige Sachstand sei weiterhin unverändert und aufgrund der laufenden Ermittlungen und zum Schutze dieser können derzeit keine Angaben betätigt werden. Und man bitte erneut um Verständnis. Ja, und zu diesem Gullideckel hat man dann auch nie wieder was gehört. Wenn dann nur eben einzelne Videos auf YouTube oder auf TikTok, die dann da gemacht wurden von Leuten, die natürlich dann da unterwegs waren. Dann im April 2024 heißt es dann, eine Freundin der Familie der Vermissten erzählte jetzt von Anrufen einer Beamtin, die sie verunsichert hatten. Denn bereits mehrfach hatte die Polizei ja das angrenzende Waldstück durchsucht und da blieben ja dann diese zwei Lauben offen, die in dem Gebiet stehen. Und wie die Berliner Staatsanwaltschaft ja bekannt gab, hätte keine Verbindung zwischen dem Verdächtigen und den leerstehenden Lauben hergestellt werden können. Das sieht aber eine Zeugin anders und die gab dann an, eine Freundin der Familie zu sein. Und laut ihrer Aussage hätte sie die Familie von Rebecca über die Lauben reden hören. Einmal machte sich die Familie lustig darüber, dass die Polizei nur den Wald und nicht die Lauben durchsucht habe. So zitierte die Bild dann die Freundin der Familie. Sie berichtete, bei mehreren Familienfeiern nach dem Verschwinden dabei gewesen zu sein und genau hingehört zu haben. Sie sagte, ich habe selbst gehört, wie es um die Verbindung Florians zu den Lauben ging. Was dann gefolgt sein soll, eine Beamtin der Mordkommission habe sie angerufen und unter Druck gesetzt. Die Beamtin habe ihr konkret gesagt, dass sie nicht mit anderen Personen oder der Presse über jegliche Informationen sprechen solle, weil sie sich sonst strafbar machen würde. Nachdem die Bild dann über die Lauben berichtet hatte, hat diese Beamtin offenbar erneut angerufen und hat sie befragt, allerdings ohne Protokoll. Polizei und Staatsanwaltschaft geben beide an, keine Angaben zu der Thematik machen zu können. Und dem Bericht zufolge hatte die Frau dann zuvor in einem Live-Chat mit Privatdetektiven gesprochen und darüber berichtet, dass innerhalb Rebeccas Familie über die Ermittlungen der Berliner Polizei gewitzelt worden sei. Und dabei sei es dann eben konkret um diese beiden Lauben im Ortsteil Wolzig gegangen sein. Also Live-Chat mit Privatdetektiven. Damit waren dann die Trovatos gemeint und zu den Trovatos komme ich gleich. Also was hier auf jeden Fall interessant ist, ist immer der Punkt, dass viele Zeugen dann halt berichten, dass ihre Aussage, ihr Hinweis wohl nicht so, ja, sagen wir mal, positiv angenommen wurde, so in der Richtung, als wenn man sich für diese Aussagen gar nicht so richtig interessiert. Sie alle geben an, dass sie befragt wurden, aber es immer nur telefonisch war, dass kein Protokoll erstellt wurde und dass sie, ich nenne es mal so, ermahnt wurden, eben nicht mehr mit der Presse oder mit anderen Personen darüber zu sprechen. Also über ihre Beobachtungen und was sie der Polizei mitgeteilt haben. So, und jetzt kommen wir mal zu den Trovatos. Es tauchen ja auch immer wieder in den Kommentaren dann Zeugenaussagen auf, die in diesen Live-Chats bei den Trovatos auf TikTok gemacht wurden. Ich werde euch jetzt mal kurz erzählen, wer diese Trovatos überhaupt sind. Vielleicht weiß der eine oder andere das nicht und kennt die Trovatos nur in dem Begriff, dass sie eben wohl Privatdetektive sind und auf TikTok diese Livestreams machen oder zumindest gemacht haben. Also in letzter Zeit habe ich davon nichts mehr mitbekommen, dass irgendein anderer YouTuber, der sich dann auch mit dieser Richtung dann befasst, da irgendetwas hochgeladen hat. Und wenn ich gleich einmal so ein bisschen nacherzähle, was da zumindest in zwei Live-Chats gesagt wurde, dann muss ich direkt sagen, wenn ich das Ganze so ein bisschen verstümmelt wiedergebe, das hat ein bisschen mit demjenigen zu tun, der da gesprochen hat. Das war jetzt nicht der Jürgen Trovato, sondern eine andere Person. Und der hatte leider eine sehr schlechte Erzählweise. Das nur vorab schon mal. Also,
Wer sind die Trovatos? Sie haben wohl in Mönchengladbach eine Privatdetektei betrieben. Ich sage haben, weil ich bei meiner Google-Suche die Information gefunden habe, dass diese Detektei dauerhaft geschlossen ist. Screenshot habe ich euch hier mal eingeblendet. Die Webseite gibt es noch. Dort ist im Impressum jetzt allerdings Folgendes vermerkt. Inhaber Willi Biegler, in Klammern Nachfolger. Und unter Schwerpunkt, also die alten Schwerpunkte sind geblieben, wurde noch hinzugefügt, Absicherung von Häuser und Wohnungen sowie von Fahrzeugen. Einbau von Verdecken, Kameras und Alarmanlagen. Ja, und ich habe dann diesen Willi Biegler auch nochmal eben kurz gegoogelt und es ist wohl so, dass der eben Kameras und Alarmanlagen vertreibt. Ja, und woher kennt man die Trovatos sonst? Sie waren die Familie in der Pseudo-Doku-Soap Die Trovatos. Detektive decken auf. Dort waren sie als Darsteller tätig. Also das Pseudo-Doku-Soap, das ist dann ganz einfach der Punkt, dass, wer das nicht kennt, das Ganze sieht dann aus wie so eine Dokumentation, als wenn es tatsächlich alles so passiert ist. Das Ganze ist aber nur gescriptet und ist absolut nicht passiert. Zunächst wurden die Trovatos seit dem 26. Februar 2011 samstags gegen 16.45 Uhr bei RTL als Wochenserie ausgestrahlt und ab dem 27. August 2012 wurde die Serie zwei Wochen lang als Daily-Format getestet und montags bis freitags um 14 Uhr gesendet. Ja, und im April 2023, also letztes Jahr, wurde ein Versuch gestartet, das Format neu zu beleben, unter dem Titel Detektei Trovato Next Generation. Also das Ganze sollte 2024 starten und 2024 neigt sich jetzt ja so langsam auch dem Ende zu. Habt ihr da irgendeine Information? Gab es das irgendwie auf RTL, RTL 2 oder wie auch immer? Oder ist das Ganze wieder in der Versenkung verschwunden? Ja, und die Trovatos waren dann auch als Schlagersänger unterwegs und Jürgen Trovato war auch wohl noch im Big Brother Container. Das muss, glaube ich, 2019 gewesen sein, also in diesem Promi Big Brother Container. Und im Jahr 2017 gab es dann in der Bild noch einen Bericht zur Privatinsolvenz von Jürgen Trovato. Und zwar läuft er wohl, ich weiß nicht, ob es noch läuft, der Artikel ist eben von 2017, dass am 8. Dezember 2006 ein Insolvenzverfahren gegen ihn eröffnet wurde. Und laut öffentlicher Bekanntmachung vom 12. April 2017 betragen die Forderungen seiner Gläubiger zu dem Zeitpunkt dann noch 59.238,60 €. Und für die Verteilung ständen gerade mal 7.242,50 € zur Verfügung. Und er sagte dann wohl zu Bild, ich bin in die Insolvenz gerutscht, da meine damaligen Auftraggeber meine Rechnung als Detektiv nicht gezahlt haben. Ich hatte eine Familie zu versorgen, drei Kinder, eine Frau und irgendwann hat das Geld nicht mehr gereicht. Ich habe dann noch versucht, durch viel Arbeit das Verfahren zu verhindern, aber letztlich ist mir das nicht gelungen. Gut, das ist natürlich etwas, was passieren kann, vor allen Dingen als Selbstständiger, wenn du Dienstleistungen und Ähnliches anbietest, dann kommt es dann war mal dazu, dass der Auftraggeber nicht zahlungsfähig oder zahlungswillig ist. Hat man ja auch beim Bau des Öfteren, da sind ja schon sehr viele Bauunternehmen dann pleite gegangen, vor allen Dingen, wenn sie dann ein Großprojekt hatten und ja, dann konnte der Auftraggeber nicht zahlen. Und dann rutscht die Firma ganz schnell in die Insolvenz. Das könnte natürlich dann auch, sage ich mal, so der Grund gewesen sein, warum er jetzt oder warum man jetzt an dieser Pseudo-Doku-Soap dran teilgenommen hat, beziehungsweise im Prinzip die Protagonisten dort waren, weswegen man in den Promi Big Brother Container gegangen ist, die als Schlagersänger versucht hat und so weiter und so fort. Das Ganze erzähle ich einfach, damit ihr eben den Background wisst, wer eben diese Live-Chats da gemacht hat, beziehungsweise diese Live-Shows. Und damit ihr vielleicht so auch ein bisschen das Ganze etwas besser einordnen könnt. So, und dann kommen wir mal zu zwei Zeugenaussagen, die beide wohl
In dem Live von den Trovatos am 16.06.2024 gewesen sind. Und wie schon gesagt, ich bitte um Nachsicht, derjenige, der das Ganze da erzählt hat, was die Zeugen da gesagt haben, das war ein bisschen sehr unzusammenhängend und ich versuche es eben bestmöglich weiterzugeben. Also da geht es erst einmal um diese Tankstelle. Und da will eine Zeugin am Tattag, also dem Tag des Verschwindens von Rebecca, etwas beobachtet haben. Und zwar war das Ganze, also sie stand wohl an der Tankstelle an den Gropius-Passagen. Und das Verschwinden von Rebecca war noch nicht bekannt, also war noch keine Vermisstenmeldung rausgegeben worden, gar nichts. Und dort will diese Zeugin dann Florian und zwei weitere unbekannte Männer gesehen haben. Florian soll vor dem Twingo gestanden haben. Und die Zeugin hatte Blickkontakt mit Florian. Und zwar wohl auch einen sehr intensiven Blickkontakt mit ihm, so wie sie es geschildert hat. Sie wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er Florian war. Also sie hat mit diesem Mann, der vor dem himbeerroten Twingo stand, sehr intensiven Blickkontakt. Und das Ganze entstand, weil sie sich gewundert hat, warum so ein Mann wie Florian einen himbeerfarbenen Twingo gefahren hat. Und Florian soll sie dann extrem fokussiert haben. Die Zeugin fühlte sich dadurch etwas bedroht und also durch dieses Fokussieren von Florian, also hört sich dann irgendwie so an, als wenn Florian sie dann ganz böse zurück angestarrt hat. Und sie hatte Angst, er könnte ihr etwas antun. Und denn es sah so aus, als wenn er irgendwie etwas zu verbergen hatte. Ja, und dann erzählte der Mann, der das dann wiedergab, dass die drei Männer in den Twingo eingestiegen sind. Und Florian sei auf die Rückbank eingestiegen. Und da musste er wohl etwas beiseite schieben, damit er sich setzen konnte. Er konnte also, so wurde das bezeichnet, nicht schwungvoll einsteigen. Das Ganze soll an diesem 18.02. so um 9 Uhr morgens rum gewesen sein. Und da wissen wir ja, da war Florian tatsächlich mit seinem himbeerroten Twingo unterwegs. Würde also unter Umständen passen. Also die Frau wusste nicht, dass es Florian war, aber er hat sie wohl so massiv angestarrt, dass sie Angst bekam. Und sie hat dann wohl auch ihren Mann angerufen und ihr davon erzählt. Und ja, der hatte dann wohl gesagt, was sie denn jetzt noch unterwegs mache, denn sie müsse ja bald anfangen zu arbeiten. Und ja, das war dann da, was das war es da, was da gesagt wurde. Und als dann in den Medien Bilder von Florian gezeigt wurden, da hat sie ihn erkannt. Wobei ja viele sagen, die Florian wirklich gut kennen, dass er auf diesen Bildern tatsächlich nicht zu erkennen war. Sie haben ihn da gar nicht darauf erkannt. Aber sie hat ihn auf jeden Fall darauf erkannt. Also Florian sei der Mann, der dort bei der Tankstelle war. Und ihr Mann hat dann gesagt, dass es eine ernste Sache ist und er hatte Angst um sie und sie solle das bloß nicht der Polizei melden. Und dann wurde wohl irgendwie über einen Mittelsmann oder so, also genauer habe ich es da nicht raushören können, ein Kontakt zur Kripo erstellt. Und die haben sich dann nach 8 Wochen bei ihr gemeldet. Dann hat man sie am Telefon wohl erzählen lassen, wollte sich dann wieder melden und die Polizei hat sich nie wieder bei ihr gemeldet. Und dann hat sie noch eine Sprachnachricht an die Trovatos geschickt und die wurde dann da auch abgespielt. Ich habe euch das mal verlinkt, ihr könnt euch das am besten selber mal anhören. Also das ist dort alles schon sehr dramatisch und die fängt da direkt am Telefon an zu heulen und sie sagt, dass sie bis heute noch Angst hat vor dem Mann, den sie dort jetzt an der Tankstelle gesehen hat, also diesen Florian. Ja, wie schon gesagt, hört es euch einfach mal an, da ist auch dieser ganze Chat mit drauf. Ja, und in diesem gleichen Chat gab es dann wohl noch eine andere Geschichte, die man dann zusammengebaut hat. Da hat netterweise der David von Da Vinci, also von dem Kanal Da Vinci, ein Video gemacht. Ne? Also es ist die auf seinem Da Vinci Uncut, wo er die ganzen Reactions
auf Videos, unter anderem auf Rebecca Reusch Videos hat, sondern auf deinem Hauptkanal. Ja, und das habe ich euch natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Und da erzählt dann der gleiche Mann wieder, der die Geschichte von der Frau bei der Tankstelle erzählt hat, Folgendes. Und zwar, dieser Zeuge war ein Fahranfänger, der war 17 und er durfte damals noch gar nicht alleine Auto fahren. Das war dann die Begründung, weswegen er seine Beobachtung nicht bei der Polizei gemeldet hat. Ja, und er war dann an diesem 18.02.2024 unterwegs. Und da ging es dann um einen mit drei Personen besetzten himmelroten Twingo. Und er konnte Florian erkennen, unter anderem an dem Basecap. Und er hat dann noch zwei andere Personen gesehen. Das waren zwei blonde Männer. Ja, und die Männer haben sich getroffen nahe Storkum, Richtung Polen. Also welcher Ort das genau war, konnten sie nicht sagen. Und das war auch so ein Platz, wo man mal kurz rechts ranfahren kann. Da war dann Wald drumherum und die Gegend passt dann auch ganz gut zu der Geschichte mit den Reiterinnen. Und da konnte der Zeuge dann sehen, wie sie eine weibliche Person aus dem Twingo in einen weißen Transporter geschafft haben. Dass es eine Frau war, erkannte der Zeuge an den blonden Haaren. Die unbekannte vermeintliche Frau wurde aus dem Wagen getragen. Ob sie noch lebte oder nicht, konnte er nicht sagen. Ja, es wurde da auch keine Uhrzeit angegeben. Der himmelrote Twingo hatte Berliner Kennzeichen. Das war eben für den Zeugen ein Merkmal und eben, dass dieser Mann ein Basecap getragen hat. Daran hat er ihn dann wohl als Florian ausgemacht. Ja, und der Transporter hätte Fenster gehabt, also vermutlich so 9 Sitzer und hatte polnische Kennzeichen. Ja, und dieser Beobachter, also dieser Zeuge, der 17-Jährige, hatte dann einmal Angst wegen seines Führerscheins, weil er ja nicht alleine unterwegs sein durfte. Er braucht ja immer dann praktisch so einen Beifahrer. Also betreutes Fahren war das dann, glaube ich, damals. Ne? Das gibt es ja heute auch noch. Und er hatte dann auch Angst, da dieses, was er gesehen hat, der Polizei mitzuteilen, weil er wohl um sein Leben gefürchtet hat. Also die Frau an der Tankstelle fürchtete ihr um ihr Leben und auch der 17-jährige Zeuge, der dann dieses Umladen gesehen hat, hat dann auch um sein Leben gefürchtet. Das sind dann also auch diese beiden Zeugensichtungen, Tanke und Weißer Van, die ja auch immer wieder auf dem Kanal in den Kommentaren auftauchen. Also ich sag's nochmal, der Erzähler dieser Geschichte, der eben nicht Jugendtorwart war, der kann einfach nicht erzählen. Es war schon sehr schwer, ihm zu folgen. Das werdet ihr dann auch merken, wenn ihr euch das selber anhört. Also, die Frau hat an der Tanke drei Männer gesehen. Die sind in den Twingo gestiegen. Der 17-Jährige hat dann auf dem Standplatz den Twingo gesehen. Und die Männer haben sich da getroffen. Aber kamen die jetzt alle aus dem Twingo? Wo war der Fahrer des Van? Ist der sitzen geblieben? Ist man dann einfach nur aus dem Twingo ausgestiegen, hat die vermeintliche Person dann, also die Frau, dann einfach so in den Van eingeladen und ist man dann des Weges wieder gefahren, also die in ihrem Twingo und die in dem Van, die im Twingo dann wieder zurück und der Transporter dann Richtung Polen. Ja, und eine andere Frage, die ich mir halt noch stelle, ist eben, wenn ich jetzt wirklich jemanden Toten dabei habe, ein totes Mädchen, eine tote Frau, dann lege ich die nicht einfach so auf dem Beifahrersitz oder auf der Rückbank im Twingo, stehe mit dem Wagen noch in der Tanke und fahre dann los. Also das scheint mir doch schon ein bisschen, sag ich mal, sehr unwahrscheinlich, dass sich das Ganze so zugetragen hat. Ne? Und dann fahre ich ja nicht mit der Leiche oder bewusstlosen Frau, sagen wir es mal so, auf der Rückbank, wenn ich mich daneben setze, durch die Gegend dann irgendwo Richtung Polen. Das ist ja auch so ein bisschen unsicher. Also da wäre dann ja Kofferraum schon ein bisschen sicherer gewesen.
Und so eine Umladeaktion mache ich dann ja auch nicht unbedingt an einem Platz, wo man mal eben so im Ranfahren kann. Na, ja, es macht irgendwo da auch keinen Sinn. Da gibt es dann auch keine Zeitangaben. Also ich habe auf jeden Fall keine gehört, wann der 17-Jährige das gesehen will, ob das dann matchen würde mit dem, was die Frau an der Tankstelle gesehen haben will. Also normalerweise habe ich mir das ja nie angehört, aber ich dachte, zum Abschluss gehört es auf jeden Fall mal mit dazu. Also hört euch das am besten mal an. Also ich habe beides eben verlinkt. Einmal dieses TikTok-Video. Ich hoffe, oder ja, vielleicht könnt ihr, ich denke mal, ihr könnt auch TikTok dann dieses Video sehen, ohne dass ihr euch angemeldet habt. Und dann natürlich noch einmal das, was David auf seinem Kanal Da Vinci hochgeladen hat. Also wie schon gesagt, ich habe es mal für euch, also für das Video hier angehört und ich hatte ernsthafte Probleme, mir das anzuhören. Es gibt da keine Struktur in der Erzählung. Wichtige Elemente fehlen. Also ich habe ja noch nie so viel davon gehalten, was bei den Tees so auf dem Kanal ablief, im Fall Rebecca. Aber ich habe es mir jetzt angehört und muss sagen, ich habe da meine Meinung nicht geändert. Ihr dürft gerne eine andere Meinung haben und das auch in den Kommentaren kundtun. Und ja, David war, glaube ich, da auch nicht so ganz überzeugt davon, was da erzählt wurde, wenn ich das schon mal so kurz spoilern darf. So, das war es dann auch mit dem Fall von Rebecca. Wie ihr gemerkt habt, gibt es seit 2003 nicht wirklich was Neues, seit der letzten Hausdurchsuchung bei Florian mit der Schallmessung. Ja, das Einzige, was es dann eben nochmal in die Zeitung so nochmal geschafft hat und nicht nur in die Bild, sondern auch in andere Zeitungen, war eben der Gulli. Mein Ziel war es mit dieser Serie noch einmal die bekannten Fakten, die auf jeden Fall an die Öffentlichkeit weitergegeben wurden, mit den entsprechenden Details nochmal zusammenzufügen. Und denn ich glaube, das war mal wieder wichtig, da es im Fall von Rebecca aktuell nur Spekulationen gibt. Mit Erstellung dieser Serie hatte ich nun auch einmal die Möglichkeit, etwas tiefer in diesen Fall einzusteigen. Ein neues Video zu dem Fall werde ich natürlich dann machen, wenn es etwas Neues geben sollte. Ich denke, man kann sich dafür aber schon mal den 18. Februar 2025 notieren. Der Tag, an dem Rebecca 6 Jahre verschwunden ist. Denn wenn bis dahin nichts passiert ist, wird bestimmt die Bild, so vermute ich es auf jeden Fall mal, wieder eine Headline zu dem Fall bringen. Vielleicht auch mit irgendwelchen spekulativen News. Beim letzten Mal war es ja das Video der Sicherheitskamera aus der Nachbarschaft. Das Video war schon länger bekannt, aber man hat es natürlich ziel- und klickgerichtet am 18. Februar 2024 gebracht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr euch die ganze Serie angeschaut habt und vor allen Dingen auch bei den vielen Kommentaren, die ihr da geschrieben habt. Und dabei habe ich nochmal so den ein oder anderen Punkt dann auch genannt bekommen, der mir selber jetzt nicht so geläufig war, wo ich dann selber nochmal nachrecherchiert habe. Und das hat natürlich dann auch noch einmal zum Gelingen dieser Serie beigetragen. Also auch dafür noch einmal danke. Und wie ihr wisst, ich kann nicht alle Kommentare beantworten, aber ich habe den einen oder anderen Kommentar ja dann auch in einen oder in einige der Teile untergebracht. So wie es aussieht, werde ich mir als nächstes den Fall von Frauke Liebs nochmal detailliert anschauen und auch so auseinandernehmen, so wie ich es bei Rebecca und Katrin gemacht habe. Wie viele Teile es geben wird, ist natürlich noch nicht absehbar. Und ein Fall, den ich weiterhin jetzt massiv im Auge habe, ist der von Lars Mittag. Denn die Mutter hatte ja angekündigt, dass es da noch was Großes geben wird. Aber bisher habe ich doch nichts gefunden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.